Jahr ein exploratives Projekt zu UTM namens Yukon. Da wird es auch 2019 noch weitere Neuigkeiten dazu geben. Da hat es ein reges Interesse dran und ich denke, wir werden auch noch einige Kunden finden, die in diesen Projekten dann mit uns mit zusammenarbeiten wollen und konkrete Schritte in Richtung UTM ausprobieren. Ich kenne ja die UAV DACH schon seit längerer Zeit. Habe auch immer wieder seinerseits Gäste von der UAV DACH in der DFS bei Veranstaltungen, die wir zu Drohnen machen. Wir hatten vor einiger Zeit eine große Drohnenkonferenz, da war die UAV DACH dabei und umgekehrt besuchen wir die UAV DACH und tragen auf Konferenzen und in Arbeitsgruppen vor, diskutieren mit den Kollegen und das ist ein Thema, wo man durch Gespräch klüger wird und nicht durch alleiniges stilles Forschen in der Kammer.